Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer kleinen Folge Kiwis Stricklust, so zwischendurch. Eine kleine Urlaubsfolge. Ja, ihr werdet euch sicher wundern, aber mal so außer der Reihe möchte ich mich eigentlich nur bei allen, ach, mir tut es in der Seele weh, ich kann unter meinem letzten Video zur Verlosung leider nicht kommentieren. Das tut mir wahnsinnig leid. Und ja, wie gesagt, ich will ja diesen Random Picker oder wie das heißt, wieder nehmen. Und da darf ich natürlich nicht unten drunter antworten, weil sonst würde ich ja eventuell für mich selber auch ja, abstimmen. Also wie gesagt, falls du jetzt hier neu dazugekommen bist, dieses ist ein Handarbeits-Podcast und bei mir dreht sich alles um Wolle. Deshalb sage ich auch gleich wieder von vornherein Dauerwerbesendung, denn ich bewerbe hier meine eigene Wolle. Dazu nämlich auch in diesem Video ein kleines Shop-Update, denn im Urlaub habe ich wieder den Färbekessel oder besser gesagt meine Färbeküche unten im Keller angefangen. Ja, ich stricke mal so zwischendurch mit euch, weil ich will ja nur eine Runde mit euch plauschen. Denn viel habe ich nicht. Ich meine, ich habe zwar viel gestrickt, aber zeigen kann ich es nicht mehr, weil die meisten Sachen jetzt unterwegs sind. Ich bin, wie gesagt, die Kiwi und mein Podcast, ja, ist, wie gesagt, ein Wolle-Handarbeits-Video. Podcast sagt man ja nicht, weil Podcast ist ja zum Hören. Also nenne ich es Videotagebuch, Stricktagebuch, wie ihr wünscht oder wie ihr es wollt. Ich habe es mir mit einer kleinen Tasse Kaffee noch ein bisschen gemütlich gemacht. Und ja, wir haben jetzt Freitag, den 22. In 2 Tagen. Am Sonntag hat nämlich mein Brüderchen Geburtstag. Hatte ich eigentlich vergessen. Jetzt muss ich doch noch mal die Brille kurz aufsetzen, weil mir ist gerade eine Masche abgehauen. Und das wäre schade, weil mit so. Oder lasse ich sie auf? Ach, ich kann sie auch auflassen, ja. Naja, es blendet doch ein bisschen und es vielleicht stört es den einen oder anderen. Und ja, will ich nicht unbedingt. Ich will mir da keinen Unmut von euch ranziehen, sagen wir mal so. Also wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig über eure ganzen Kommentare. Habe auch schon fleißig Herzchen verteilt. Denn kommentieren kann ich, wie gesagt, nicht. Mache ich dann aber nächsten Freitag, wenn die Verlosung vorbei ist, werde ich die Kommentare natürlich noch nachholen. Ja, was gibt es bei mir sonst zu sagen? Es ist ja jetzt nur eine Woche her. Ich hatte ja vorige Woche schon aufgenommen. In einer Woche ist nicht allzu viel passiert. Doch bei mir sind zwei, drei Sachen neu eingezogen. Und zwar muss ich dazu sagen, habe ich von einer ganz, also eigentlich von zwei Zuschauerinnen von mir. Eine ist bei mir in der WhatsApp Sockenclub Gruppe mit drin, die liebe Kirsten, nicht Kirstin wie ich, sondern Kirsten. Ich lege mal beiseite. Und Kirsten hat mir bei irgendwo hier in den heiligen Hallen sind, oder ist ja mein Sockenbrett jetzt 38, 39er flöten gegangen. Ich habe es garantiert in einer, entweder in meinen Strickkisten drin oder in einem Projektbeutel. Aber ich weiß nicht wo. Ich habe jetzt Sockenbretter. Hat sie mir geschickt. Und damit kann ich jetzt meine Pari-Socken, die natürlich fertig sind. Ich habe sie wirklich super hingekriegt. Farblich habe ich mir Mühe gegeben, sie gleich hinzubekommen und ist mir eigentlich auch ganz gut gelungen. Den ersten hatte ich ja schon eine ganze Ewigkeit fertig und der zweite, der hat mir Nerven gekostet. Also da habe ich dreimal, ich wollte gerade zeigen, hier so, dreimal habe ich geribbelt. Beim ersten Mal hatte ich die Spitze ja abends fertig und wollte dann früh ja, Montag früh war das. Bin ich zeitig wach geworden. Ja,
trotz Urlaub, habe angefangen mit Stricken und war ungefähr bis hier so, also bis zum Blauen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich bei dem einen Muster, ich habe ja Two Up gestrickt, also von hier aus angefangen, und dann habe ich gemerkt, dass ich bei dem einen Streifen nicht 6 Maschen, linke Maschen hatte, sondern nur 5. Was macht man natürlich? Man ribbelt, oder besser gesagt, da ging es ja noch, das waren ja nur 1, 2, 3, 4, 4 so eine A2 Reihen. Genau, 4 sind 8. Also habe ich die 8 oder 10 Reihen zurückgestrickt und habe dann nochmal neu angefangen. Und habe dann, ja, irgendwann wäre sie mir runtergelaufen. Man hätte zwar nicht so ganz gemerkt, ob es nun 5 oder ob es 6 sind, aber es sollte ja vernünftig sein. Dann habe ich weiter gestrickt mit der richtigen Maschenzahl. Und dann habe ich die Bumerangferse angefangen zu stricken. Und als die Bumerangferse fertig war, habe ich gemerkt, beim Anhalten, ich meine, ganz gleich sind sie von der Fersen, aber nur hier in der Ferse. Da ist es ein bisschen anders. Aber ich habe die gleiche Anzahl an Maschen, genauso oder Mustersätze hoch, genauso wie auf dem. Aber wie gesagt, der Hacken, wenn ihr mal seht, der ist ein kleines bisschen, unterschiedlich. Der eine hat ein bisschen mehr und der andere hat ein bisschen weniger Gelbanteil mit drin. Aber es hat sich wieder, hier sieht man es am besten. Also hier ist nur ein ganz kleines bisschen und hier ist der Streifen breiter. Aber wie gesagt, dafür ist hier der braune Streifen ein bisschen schmaler, als er bei der Socke ist. Hat aber hingehauen und dann, wie gesagt, habe ich mitgekriegt, dass die Ferse zu kurz ist. Also beim Anprobieren habe ich gemerkt, ja, es passt, aber es haut nicht hin. Ich habe auf Deutsch gesagt, zu zeitig mit der Bumerangferse angefangen, also habe ich die ganze Bumerangferse nochmal. Aber da habe ich dann wirklich die Nadeln gezogen und dann habe ich die Bumerangferse wieder aufgeribbelt und dann habe ich die Maschen wieder ordentlich aufgefangen und dann habe ich noch 2, 3 Reihen weiter gestrickt und dann habe ich erst die Bumerangferse angefangen. Ja, dann hat das alles super hingehauen und dann habe ich mich hier oben auch nochmal verstrickt. Da weiß ich gar nicht mehr, was ich da für einen Fehler eingebaut hatte. Aber da habe ich auch nochmal geribbelt. Ich habe unten geribbelt, in der Mitte geribbelt und oben geribbelt. Da habe ich, glaube ich, zu zeitig angefangen mit meinem Schaft. Ach, Quatsch, Schaft. Der Schaft ist ja das. Mit dem Bündchen oben habe ich zu zeitig angefangen, sodass das dann auch nicht so ganz hingekommen ist. Aber jetzt sind sie perfekt. Und ich freue mich und ich liebe diese Socken. Die Pari-Socken sind das, die wir ja im Sockenclub von der Tine von Kunterbunte Wohlerei gestrickt haben. Und wie gesagt, die sind fertig und ich freue mich, weil ja jetzt in der nächsten Woche das Juni-Muster gezogen wird. Ja, was habe ich sonst noch gestrickt? Ich habe ein bisschen an meinem Pullover, den ihr ja noch alle kennt, weiter gestrickt. Ich bin jetzt fast fertig. Das letzte Mal war ich da, wo der Maschenmarkierer drin ist. Dann habe ich jetzt das lila Teil und dann habe ich unten nochmal grau. Und jetzt wird noch einmal ein kleiner, ganz schmaler Streifen von dem lila gestrickt und dann wird das grau mit einem Bündchen gemacht. Und dann ist er fertig. Und dann kann ich den jetzt im Sommer anziehen. Bei den Ärmeln, wie gesagt, weiß ich noch nicht, ob ich nochmal aufmache, weil die hatte ich ja schon, da muss ich anprobieren. Und dann werde ich ja sehen, ob ich sie nochmal aufmache und noch 2, 3 Reihen ranstricke. Auf alle Fälle wird der ja ärmelmäßig auch im grauen Ton abgekettet und abgestrickt und beendet. So, was habe ich noch gestrickt?
Ich habe das erste Mal auch einen Spüli, einen Spüllappen gestrickt. Ja, ihr strickt ja alle oder viele stricken von euch Baumwolle, 100% Baumwolle, sodass man den bei 60 Grad auf alle Fälle waschen kann. Und ein ganz einfacher Kraus rechter Baumwoll, Abwaschlappen. Ich habe noch ein bisschen Baumwollgarn da und habe mir überlegt, ich werde noch zwei, drei stricken und da will ich nämlich, denn ich habe noch unterschiedliche, ich habe noch rot da, zwei verschiedene Rottöne, den Grauton habe ich auch noch mal da und dann habe ich mir überlegt, eventuell mal Colorwork zu probieren, weil an so einem Spüllappen, da kann man schön eigentlich so ein Colorwork-Muster probieren. Und ja, ich wollte es ja sowieso mal testen und da werde ich mir so ein Musterchart mal aus einer Zeitung raussuchen oder aus dem Handarbeitsbuch und dann werde ich da mal so zwei, drei Mustersätze reinstricken. Vielleicht sogar gleich so ein Norweger Sternchen oder so. Ja, warum sollen wir denn auch nur anfangen mit zwei rechts, zwei links? Immer im Farbwechsel. Ich werde da gleich irgendwo so eine Sache mit reinmachen und dann will ich das mal ausprobieren. Genau, und dafür habe ich gedacht, sind so eine Spüllappen eigentlich ganz gut, weil da kann ich rumtesten und Baumwolle lässt sich auch super wieder aufribbeln. Und ja, wenn es nicht geklappt hat, ne? Und jetzt im Moment stricke ich nämlich auch wieder. Bin gerade dabei, habe mir heute nämlich noch schnell grüne Baumwolle gekauft und ein braunes Knäuel, das habe ich aber unten und habe noch einfach einen Spüllappen angefangen, der wird jetzt einfach nur kraus rechts gestrickt. Den will ich nämlich meinem Brüderchen zum Geburtstag am Sonntag noch mit schenken als Zugabe. Weil ja, so eine Kleinigkeit haben wir schon, aber wie gesagt, wir haben nichts Großartiges. Ja, es ist ein runder Geburtstag. Mein kleiner von der Größe nicht, aber mein jüngerer Bruder wird nämlich jetzt auch 50. Und da er auch sehr auf die Nachhaltigkeit umweltmäßig bedacht ist, habe ich mir überlegt, dann stricke ich ihm noch schnell. Und deshalb habe ich hier schon mal angefangen, auch aus Baumwolle. Ich habe auch die Banderole hier liegen. Die habe ich mir nämlich vorhin im Laden geholt. Das ist, jetzt muss ich selber mal gucken, wie die heißt. Und genau, von online die Linie 165. Und die Farbnummer von diesem schönen, also ich finde das Grün wunderschön. Das ist so ein richtig schönes Tannengrün. Und ich gucke mal, ob da noch irgendwo, hier steht die Farbnummer. Das wäre die 208. Wie gesagt, die Sandy von Online Linie 165. Und das ist 100%ige Baumwolle, hat 50 Gramm 120 Meter, soll mit einer 2,5 bis einer 3,5 gestrickt werden. Steht alles hier schön drauf. Und ja, sie strickt sich sehr gut, muss ich dazu sagen. Das Strickbild gefällt mir. Ich bin natürlich mittendrin. Warum auch nicht? Das Strickbild gefällt mir wirklich sehr gut. Könnte ich mir auch mal vorstellen, aus diesem Baumwollgarn nicht nur Spüllappen zu stricken, sondern auch mal vielleicht einen Sommertop oder so. Weil Baumwolle ist ja eine Eigenschaft kühlend im Sommer und dafür ist natürlich so ein Baumwollgarn. Ich will versuchen, wenigstens die Reihe noch zu Ende zu stricken. Da ist so ein Baumwollgarn natürlich präsent. Naja, es ist eben halt dafür wie gemacht. Präse. Na, ich red mich schon wieder hier um Kopf und Kragen. Aber ich
schneide nicht, bleibt alles drin. Ja, so, jetzt habe ich die letzte Masche und kann es euch nämlich im Ganzen zeigen. Stricken tue ich natürlich auf mein Adi Novell, die 2,5er Rundstricknadel, weil die habe ich von den Socken noch unten gehabt. Und ja, es wird der, also den habe ich mit 50 Maschen und hier habe ich 60 Maschen angeschlagen. Also das ist ein kleines Stückchen, aber viel nicht. Ich finde es eigentlich als Spüllappen von der Breite 50 Reihen breit und 50 Reihen hoch habe ich gestrickt, hoffe ich. Also abgezielt habe ich die Reihen nicht, aber ich habe es so angehalten, dass es genau das gleiche ist. Und hier sind jetzt, wie gesagt, ja, ungefähr 10 Maschen mehr, die ich angeschlagen habe. Weil ich denke, naja, mein Bruder, der kann auch ein bisschen größeren Lappen gebrauchen. Ja, das war das, was ich jetzt im Moment auf den Nadeln habe. Und ich muss mich da echt ganz doll zusammenreißen, weil ich habe nämlich heute ein Paket bekommen. Ein Päckchen. Ausgemacht, liebe Doris, waren ja nur die, muss ich erstmal gucken, wo sie sind. Weil da war ja noch was anderes drin. Genau, hier sind sie. Doris, wir haben auf Instagram, sie guckt meine Videos und sie folgt mir auf Instagram und sie hat gefragt, ob ich die gerne haben würde wollen. Habe ich gesagt, ja, ich probiere die ganz gerne mal aus. Das sind nämlich die Crazy Trio mit den Bambusnadeln. Und da, die habe ich noch nicht gehabt. Ich habe noch nicht mit diesen Bambusnadeln gestrickt. Mit dem Trio habe ich schon gestrickt. Ich habe es auch schon. Es kam aber nicht nur das mit Bambus in 2,5. Das ist ja meine Sockenstärke eigentlich. Außer ich stricke mit sehr dünner Sockenwolle, dann stricke ich natürlich mit einer 2er. Aber ansonsten auch mit einer 2,5er. Und dann für mich selber in einer 39 schlage ich dann, wie gesagt, nicht 64 Maschen an, sondern ich mache dann 56 Maschen, also 8 Maschen weniger und dann passt das immer prima. Und dann kam nicht nur das Bambus, sondern da kam auch noch das andere Trio, auch in der 2,5. Und, was soll ich sagen, ein ganz tolles, so rum werde ich es halten, Opal-Knäuel. Und die Farben sind wirklich so, wie sie, ups, jetzt fällt mir alles raus, wie sie bei euch rüberkommen, sind sie bei mir auch. Hier hinten ist ja noch die Farbnummer 9610. So könnten die Socken werden. Aber ich weiß noch nicht, ob ich sie so stricke als Stino oder ob ich sie mit einem kleinen Muster stricke. Gefällt mir wahnsinnig gut. Und das ist wieder ganz normale 100 Gramm 225 Meter waschbar bis 40 Grad, also Superwash ausgerichtet, nicht filzend, saugfähig, weich, weich ist er wirklich. Und das ist diese Sinfonie der Träume. Und ich glaube, ich muss da mal recherchieren, ich könnte mir vorstellen, dass diese sogar auch so in der Art passend zu dieser Kuss im Regen, Sinfonie der Träume. Vielleicht ist das aus einer Reihe. Ich muss mal die Banderolen durchforsten und mal durchlesen. Diese Sockenwolle und da, ja. Aber erst muss der, weil mein Bruder hat übermorgen Geburtstag, muss der einen Spüllappen. Ich wollte eigentlich zwei machen. Also ich hoffe, dass ich zwei schaffe. Ich habe ja jetzt, ist Nachmittag. Ich habe bis heute Abend um 10, 11 Zeit, da schaffe ich garantiert den einen und dann habe ich morgen den ganzen Tag auch noch Zeit. Dann war noch eine schöne Handcreme mit bei, da freue ich mich auch, weil heutzutage, wer kennt das nicht, in der ganzen blöden C-Zeit, sag ich nur, cremt man sich ja oft die Hände ein, weil überall muss man sich die Hände desinfizieren.
Ich will jetzt bloß und natürlich auch ganz toll Tee. Und über den habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil das ist ja mein absoluter Lieblingstee. Also den trinke ich wahnsinnig gerne und da hast du mir eine ganz tolle Freude gemacht. Der ist auch sehr lecker, den kenne ich auch. Und den kenne ich, glaube ich, entweder habe ich den auch schon mal gehabt, türkischen Apfel oder so einen ähnlichen. Ich kann es jetzt gar nicht sagen. Aber da freue ich mich wahnsinnig drüber, weil gerade jetzt auch im Sommer, man soll es nicht glauben, trinke ich viel Kaffee, aber auch Tee. Also wir machen uns immer eine Kanne Tee und dann wird der so über den Tag kalt getrunken, genau. Anstelle von irgendwelchen süßen Säften oder süßen Schorlen, Cola und so weiter, überhaupt nicht. War ich aber auch Gott sei Dank noch nie so erpicht darauf, sodass es mir nicht schwerfällt. So, und jetzt komme ich noch zu den Shop-Update und ich muss euch mal zeigen, was ich für mich selber, das bleibt bei mir, aber ich finde diese Kombi, aber ich habe die auch noch anderweitig drin für euch. Das wird mein nächstes Tuch. Und das ist so ein richtig schönes Petrol. Eigentlich stand auf der Grün drauf, aber es ist mehr so ein Smaragd-Petrol, also ja, kein Blau und auch kein richtiges knalliges Apfelgrün, also so ein richtiges Petrol. Und dazu habe ich mir so eine, ich habe jetzt ein ganz tolles Gelb, was ihr hier drinne so seht. Ich muss mal gucken, ob es mit dem Licht anders besser, ich glaube, es ist, kommt besser rüber, ist nicht so grell. Und das Knäuel mit einem Glitzerfaden ein klein bisschen und das, die beiden zusammen, die will ich anstricken in der nächsten Woche und im nächsten Podcast zeige ich euch die, weil ich finde, die beiden passen so toll zusammen und da stricke ich ein schönes Tuch von, ein Dreieckstuch natürlich oder ein schmales Halbmond. Aber wenn ich ein Dreieckstuch stricke, dann kein spitzes nach unten, sondern so ein stumpfes, so ähnlich wie der Linus von der Form. Also man fängt ja an der einen Seite an und dann wird es aber nur so tief und dafür eben halt lang, weil ich mag das dann auch nicht, wenn es zu doll nach unten geht. Also nicht so wie mein Corona-Tuch, wo ja im Grunde genommen die Form dann bis nach unten reicht, sondern eher so ein schmales. Oder ich mache, weil ich ja hier sind ja 400 Meter drauf und hier sind auch 400 Meter drauf und das sind dann 800. Vielleicht mache ich doch eins nach unten und mache dann eben halt irgendwie ein Lesmuster mit rein und ein bisschen kraus rechts. Und naja, ich will mal sehen. Ihr kennt mich ja, also die beiden verstricke ich auf alle Fälle. Die habe ich mir schon beiseite gepackt. Und damit sind wir jetzt eigentlich schon beim Shop-Update, denn wie ihr hier hinten seht, habe ich ja jetzt fleißig wieder gefärbt. Also die bunten, die ich gerade gehabt habe, also ich muss dazu sagen, ich fotografiere morgen am Samstag, den 23. und stelle auch morgen diese Garne wieder ein. Und es ist die einmal die Sockenwolle, die Deichbasic mit Glitzer. Also unter Deichbasic, wenn ihr da auf das Pluszeichen geht, gibt es einmal die normale Sockenwolle und dann wird es jetzt wieder eine Rubrik geben mit Glitzer, weil ich finde, die kommt wirklich so schön rüber zu euch, wie sie hier im, also da ist alles drin. Da ist Grün drin, da ist ein bisschen Lila drin, da ist das Gelb drin. Ja, und wie gesagt, die habe ich gefärbt, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger drin. Aber wie gesagt, ihr kennt das ja,
Es gibt ja keine Zwillinge, sondern nur Geschwister. Denn bei dem hier fehlt, vielleicht mache ich auch nur die beiden zusammen. Also die sind wirklich zu 80% identisch und bei dem fehlt das Grün. Also das ganz, ganz wenig Grün, was er da abbekommen hat. Vielleicht mache ich die auch extra rein, dass ich die zwei reinmache und den extra. Aber wie gesagt, zusammen verstricken kann man die super. Aber man kann die natürlich auch. Ach so, zur Qualität. Sockenwolle ist klar, also ist ja die Deichbesig. Und zwar sind das 71% Schurwolle, 24% Poly und die 5% der Glitzerfarn dieses, ja, ist der Rest, der noch an den 100% fehlt. Und wie gesagt, das ist der mit Glitzer und das ist die Deichbesig ohne. Und wie gesagt, ich stelle sie einzeln rein, aber ich finde, die passen super zusammen. Name habe ich mir noch nicht überlegt, aber da fällt mir noch was ein, aber ihr habt ja jetzt mal so im Auge des Betrachters die gesehen, so dass ihr euch da ein Bild von machen könnt. Dann habe ich mal so einen richtigen Brownie. Also das ist auch mit Glitzer. Und den habe ich jetzt mal diesen Braunton, ja, weil der ist wirklich so, passt auch super zusammen. Muss ich sagen. Also wie gesagt, dem Brownie habe ich einmal drin. Und dann habe ich mal einen hellblauen mit Glitzerfaden. Ja, ein kleines bisschen dunkler kommt es rüber. Bei euch ist es ein bisschen heller. So, wie gesagt, so ein richtig schöner blauer Glitzerfaden. Die Glitzerwolle, dann habe ich noch mal Glitzerwolle gefärbt, da habe ich zwei von und zwar so ein ganz hell mit hellblauen Stellen, Sprenkel und ja, also wie so ein Eismeer sozusagen. Also das wird das Eismeer auf alle Fälle und da ist auch der Glitzerfaden mit drin. Ich weiß gar nicht, kommt der jetzt rüber, der Glitzerfaden, oder seht ihr den gar nicht? Muss ich das jetzt doch noch mal anders machen mit dem Licht? Also wie gesagt, das Eismeer ist auch zweimal drin. Und dann habe ich noch mal so ein bisschen probiert in Sachen Flieder. Und da war ja jetzt noch Mai haben, so einen wilden Flieder habe ich einmal so ein bisschen hell. Da ist aber auch noch ein kleines bisschen Blaugrün mit drin. Der und dann ein bisschen dunkler mit ein bisschen mehr Grau und Lila. Also wie gesagt, die beiden habe ich auch mal so wieder probemäßig gemacht. Und mal gucken, wie er bei euch ankommt, ob oder ob nicht. Dann würde ich den nämlich auch wieder nachfärben. Dann habe ich natürlich wieder nachgefärbt die Galaxie. Die kommt ja bei euch super an. Davon habe ich wieder zwei in diesem dunklen Schwarz, die Galaxien. Also wirklich richtig schön. Mit lila, gelb, grün. Hier ist dieses gelbliche mit drinne. Dann habe ich die abgeschwächte Form der Galaxie. Da muss ich mir noch einen anderen Namen ausdenken. Der ist nämlich ein bisschen heller. Wer es nicht so dunkel mag, Galaxie 1, Galaxie 2 oder Sterngalaxie, keine Ahnung. Das ist, wie gesagt, ein bisschen grau mehr und nicht so doll schwarz, aber auch dieses gelb, lila, grün mit drin. Und davon habe ich drei gefärbt.
Die habe ich, die ziehen mit ein. Dann habe ich noch diese beiden schön. Die habe ich ja auf der, so ähnlich auf der Glitzerwolle, und die habe ich natürlich auf der anderen Wolle auch nochmal gefärbt, weil, wie gesagt, die wahnsinnig gut mit dem Petrol zusammen. Ja, jetzt Petrol ist ja ohne Glitzer, und ich habe die Wolle auch noch mal ohne Glitzer. Wer jetzt keine Glitzerwolle mag und möchte sich auch irgendwie ein schönes Tuch arbeiten oder einen schönen Pullover mit einem Rundpasse in der Farbe oder eben halt umgedreht. Ich meine, die Leute, die ein bisschen schlanker sind, bei mir reichen keine 1200 Meter für einen Pullover, aber es geht auch. Dann müsste man es ja so rum zeigen. Rundpasse ist oben und unten der Körper, denn eben in diesem Petrol würde auch sehr gut passen. Die habe ich, wie gesagt. Dann habe ich noch einmal so ein bisschen was Helleres. So ein ganz zartes Hellblau-Weiß mit ein bisschen Lila drin. Davon habe ich auch wieder zwei gefärbt. Wie gesagt, sind keine Zwillinge, sind nur Geschwister. Dann habe ich wieder mal dem Waldschrat nachgefärbt. Der kommt wieder in den Shop rein, weil der ist auch raus. Ist eigentlich fast alles raus. Dann habe ich Konfetti. Das ist so ein ganz zarter, mit ganz vielen bunten Sprenkeln, Stellen, lila, blau, grün. Der ist auch wunderschön. Den könnte man auch sehr gut zusammen verstricken, muss ich dazu sagen. Also das Petrol passt eigentlich zu allem. Also das Petrol, nächste Woche kommt wieder die normale Lieferung von der normalen Deichbesig. Und da werde ich auf alle Fälle, ja, auf alle Fälle die nur alles in Uni färben. Und zwar Petrol, dann dieses hier, dieses Gelb, nur dieses Gelb, dieses Aztekengold werde ich nachfärben. Den Brownie werde ich nachfärben. Also die als Uni auf alle Fälle, und dann wahrscheinlich auch noch ein schönes Tannengrün, sodass wir dann jetzt auch mal nicht nur immer bunt machen, sondern ich habe mir jetzt vorgenommen, auch mal ein paar Uni zu färben. Den einen habe ich auch noch gefärbt. Ja, das ist einfach so aus der Laune heraus entstanden. Da ist sehr orange, weiß, blau mit drin. Aber der ist auch sehr schön. Den kann ich mir sehr gut auch als Socken vorstellen. Weil der wird bestimmt als Sockengarn einen sehr schönen, also nicht, da braucht man, glaube ich, gar kein Muster stricken. Ich glaube, die Wolle an sich gibt dann schon ein tolles Muster. Also den habe ich auch, aber den habe ich auch nur einmal drin. Wer da auf Deutsch gesagt von der Wolle, die ich so im Shop drin haben werde, ab Sonnabend, sagen wir mal Sonnabendabend. Da, bis dann habe ich alle Fotos bearbeitet und habe die dann hochgeladen. Ja, wer vorher schon irgendwie eine Frage hat, ob ich da denn was nachfärben kann, der schreibt mich an, denn ihr wisst ja, unten steht meine Kontaktdaten, E-Mail-Adresse ist drinne. Ja, eine WhatsApp-Nachricht kann, wer meine WhatsApp, also Handynummer hat, kann mir auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Und wie gesagt, dann kann ich das auch bei der nächsten Wolllieferung mit bedenken. Und dann kann ich da eben halt auch ein paar Farbwünsche denn für euch. In dem Sinne Wunschfärbung. Ja, Wunschfärbung. Der eine macht es gerne, der andere macht es nicht so gerne. Ich finde, meine Wunschfärbung ist immer so eine Sache.
Ich empfinde das dann und ihr findet die Wolle denn eben halt auf Deutsch gesagt, Scheiße, weil es denn doch nicht so euren Geschmack getroffen hat oder eure Vorstellung, wie ihr sie haben wollt. Ja, und deshalb finde ich, ist es immer so mit Unifarbenen ist es okay, aber so jetzt richtig doll ins Detail gehen. Wunschfärbung in dem Sinne, ich lasse auch die Wollstränge, die ausverkauft sind, mit drin und ihr könnt dann per Kommentar entweder über den Shop oder wie gesagt, meine E-Mail-Adresse ist ja auch mit hinterlegt, schreiben, ich würde gerne von der Wolle, die jetzt ausverkauft ist, noch zwei, drei Stränge haben wollen. Das ist dann, wie gesagt, kein Problem. Da weiß ich dann, wie die Wolle ist. Da weiß ich, welche Farbe ich genommen habe. Da habe ich mir auf Deutsch gesagt, das Rezept aufgeschrieben. Da aber jetzt zu sagen, ich hätte gerne grün, lila, blau, rot, alles in einer. Ja, da würde ich vielleicht was draus zaubern, aber ich weiß nicht, ob es dann euren Wünschen entspricht. Und das ist, wie gesagt, das, was ich eben halt ein bisschen nicht so gerne mache. Bis jetzt haben meine Wunschfärbungen eigentlich immer zu, sagen wir mal, 90, 95% hingehauen, sodass da keine Wolle zurückgekommen ist. Aber ich weiß es nicht. Alle sagen, okay, ist alles schick. Ich weiß nicht, ob es wirklich hundertprozentig dem entspricht, wie ihr es euch vorgestellt habt. Klar, wenn man so einen schönen Strang Wolle nach Hause geschickt bekommt, dann freut man sich und sagt, oh ja, toll, aber ob es nun wirklich das ist, was ihr haben wolltet, oder ob es das ist, wie ich die Farbe umgesetzt habe, das meine ich damit. Ich hoffe, ihr versteht es. So, und das war es jetzt auch schon. Wie gesagt, ich wollte ja nur eine Kleinigkeit aufnehmen. Shop-Update, die Neuzugänge. Ich freue mich schon wahnsinnig aufs Wickeln, aber erst muss ich die Topflappen fertig stricken. Und wenn die Topflappen fertig gestrickt sind, dann wird gewickelt und dann kann das Tuch in Angriff genommen werden. Dann freue ich mich, dass nächste Woche Tine wieder ein neues Sockenmuster zieht. Vielleicht hebe ich mir ja auch die Wolle auf, strick noch nicht an. Ich weiß ja noch nicht, was kommt. Dann kann ich da mit der Wolle vielleicht die Junisocken stricken. Wer weiß. Eine kleine Frage hätte ich an euch noch. Wie haltet ihr das? Legt ihr die Stränge alle so hin und guckt euch die, wie es ich, an oder so? Oder seid ihr so diejenigen, die dann den Strang gleich wickeln, sodass man dann im Stash alles so parat hat und dann bloß noch zugreifen muss? Weil ich bin eigentlich so derjenige, ich wickle immer erst dann, wenn ich was stricken möchte. Vielleicht sollte ich mir das auch mal abgewöhnen und sollte die Wolle dann wirklich so schon fertig hinlegen. Ich weiß ja, wie sie im Strang ausgesehen hat. Und dann, ja, wie gesagt, ich habe auch schon Wolle gewickelt und die Wolle gewickelt verschickt. Das ist aber dann, wie gesagt, dann müsste man höchstens vorher noch ein Foto machen, aber in so einem Cake oder wie man dazu sagt, wirkt die Wolle dann natürlich ganz anders. Aber es gibt viele, die eben halt keinen Wollwickler zu Hause haben, wo meinetwegen der Mann dasteht. Kaffeetasse weg. Ich erinnere mich jetzt nur an meinen Sohn und an seine Freundin, weil meine liebe Anne auch gerne die Stränge so nimmt und er muss dann eben halt sitzen, mein Sohn, und dann wird gewickelt. Ja, aber wie gesagt, ich biete das auch mit an. Und wer, wie gesagt, dann Sockenstränge gewickelt haben möchte, ist dann natürlich weil man das dann in einem anderen Paket verschickt, ist dann, wie gesagt, der Wickelservice, muss ich sehen, ob ich es so mit reinnehme oder ob ich da sage, okay, dann wird es 1 € teurer. Also bis jetzt habe ich es eigentlich immer so mitgemacht und dann war die Sache auch erledigt. Aber wie gesagt, ne, also das gehört dann eben zum Service mit dazu. Das war's jetzt von mir. Ich freue mich ganz doll auf die nächste Folge. Das ist ja dann die reguläre Verlosungsfolge. Die Bobbel freuen sich schon auf euch.
Und wie gesagt, es gibt drei Gewinne, weil ich wurde schon angeschrieben, nicht einer gewinnt alle drei Boppel, sondern es gibt drei Gewinner, die gezogen werden. Und jeder von den Gewinnern bekommt dann eben halt, wie gesagt, den Bobbel. Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Wie gesagt, bei uns gehen jetzt die Geburtstage los. Mein Bruder hat Geburtstag am Sonntag. Meine Mama hat nächsten Mittwoch Geburtstag. Mein Podcast, also Podcast soll man ja nicht sagen. Mein Stricktagebuch hat Geburtstag. Ja, also, wie gesagt, ich freue mich ganz doll auf die nächste Folge und stoße dann gerne mit euch an und nicht mit Kaffee. Versprochen. Ja, und jetzt mache ich ein, zwei Fix weiter, dass ich die Topflappen noch fertig bekomme für meinen Bruder. Lade das Video hoch, ist ja nicht allzu lang diesmal und dann soll es eigentlich ruckzuck bei euch sein. Also wie gesagt, wenn einer noch irgendwie vorher was haben will und nicht abwarten kann, dass die Wolle im Shop ist, weil wie gesagt, morgen Abend erst, schreibt mich unten an und dann können wir Bilder hin und her schicken. Ich habe ja die Fotos dann morgen. Heute fotografiere ich nicht mehr, weil heute habe ich dafür keine Lust mehr. Die Fotos werde ich morgen schön machen hier. Und ich werde jetzt bloß noch mich unten hinsetzen und schön gemütlich stricken. Genau. Die Wolle, die letztens bestellt wurde, unterwegs. Die Socken an Ulrike sind unterwegs. Die Socken an Margarete sind unterwegs. Alles weg. Übrigens, der Pullover ist weg. Also ich kann ja leider Gottes unten nicht kommentieren, aber es hat sich schon jemand gefunden. Der Pullover ist heute auch auf die Reise gegangen. Der geht nach Berlin. Hallo Angela, kannst dich freuen, der ist unterwegs. Und ja, ich freue mich, dass noch jemand sich gefunden hat, sodass ich da nicht umsonst gestrickt habe. So, das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Ich will es nicht unnötig in die Länge ziehen, aber ich wollte eigentlich nur euch und meine neuen Färbungen zeigen und ja, ein bisschen mit euch plauschen. Das hatte ich ja gesagt, dass ich zwischendurch im Urlaub noch mal ein kleines Video drehe. Wir werden am Sonntag wieder den Livestream auf Instagram machen mit der Tine um 19 Uhr rum, 19:10 Uhr. Also bis dann bin ich vom Geburtstag hoffentlich, also Abendbrot ist nicht eingeplant eigentlich, wieder zu Hause, sodass wir dann wieder unseren Livestream machen können. Da würde ich mich freuen, wenn ihr auch wieder dazu stoßt. Und ja, zwischendurch hier auf YouTube mache ich auch mal irgendwann wieder einen Livestream. Aber wie gesagt, jetzt kommt erstmal nächste Woche wieder das Video und vielleicht mache ich es dann immer so im Wechsel. Eine Woche Video, eine Woche Livestream. Mal sehen, wie es bei euch ankommt. Ne? Gut, dann wünsche ich euch, wie gesagt, schönes Wochenende. Ich hoffe, bei euch ist das Wetter noch schön. Bei uns zieht es jetzt zu. Wir werden sehen. Bis dahin, nächste Woche um die Zeit stoße ich mit euch an, verlose und quatsche einfach nur so mit euch, ohne irgendwie, vielleicht habe ich bis dahin das Tuch schon angestrickt. Ich kann es ja immer nicht lassen. Aber die Farben sind eben der Knaller und ich würde euch das gerne auch verstrickt mal zeigen. Ja. Wie gesagt, ein ganz tolles Strickwochenende oder Häkelwochenende wünsche ich euch. Der Finger ist schon auf dem Ausknopf. Ich sage einfach nur Tschüssikowski, eure Kiwi. Ciao, ciao.